Okay, 564 ist vollzählig. Alles klar, dann komm ran, dann geht's los. Und dann hauen wir rein. Schraubengeräusche, Ausrichtung 260 relativ. 260. In Richtung 280 relativ. So verstanden. Von 260 bis 280, korrekt? Ich versuche das zumindest zu unterscheiden. Ja, alles klar. Steuermann, neuer Kurs 050. Neuer Kurs 050. Bruder hat Steuerbord. Warte mal. Backbord, Steuerbord. Backbord. Steuerbord ist rechts. Danke. Ich höre mehrere Schraubengeräusche aus 280, 290 relativ. Ja, so verstanden. Und passt 050. Wird zunehmend lauter in Richtung 300 Grad relativ. Ja, verstanden. Neuer Kurs 060. Neuer Kurs 060. Aktuell durchgehend 110. Funkspruch ans andere Boot, Horchpeilung 060. Verstanden, Funkspruch wird abgesetzt. 090 durchgehend. Schiff voraus. Zerstörer. Jetzt kommen sie. Etwas links. Ja, ich seh's. Diesel halbe Fahrt, läuft. Funkspruch ans andere Boot, Zerstörer gesichtet. Kurs 055 bis 060. Nochmal wiederholen die Zahlen: 050. 055 bis 060. Verstanden. Metern oder Treibel? Einer von beiden Seewache räumen. Jawohl. Nachsatz. Herr Kalen, möchtest du den Nachsatz, wir tauchen? Möchtest du? Reiche ich mir durch. Möchtest du die Tanks vorgeflutet haben, oder? Du bist der Taucheroffizier. Mach so, wie du es für richtig hältst. Schalten wir auf E-Maschinen. Jawohl. Auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe. Frage ans andere Boot. Sollen wir schon Zerstörer rausnehmen? Ja, ich setze einen Funkspruch ab. Ja, Batterien bei 8 Kiloampere Stunden. Ja, der ist nämlich bei guten 30. Den könnten wir schon rausnehmen. Ja, wenn du willst. Ich weiß aber nicht, was das andere Boot dazu sagt. Überraschung. Ja, wir funken die mal an und fragen nach. Kann man denn schon Schiffe erkennen? Ja, einige. Wir könnten schon anfangen zu identifizieren. Dann fahre ich mal das Periskop auf. Tiefe? Libi, Tiefe? 13,5. 13,5. Ein bisschen höher, dann kann ich helfen. 12,5. Dann fangen wir schon mal an, Schiffe zu identifizieren. Die schälen sich jetzt alle langsam aus dem Nebel. Ja. Wir machen immer noch große Fahrt. Ja. Aber die ganz links fahren in eine andere Richtung, oder? Die fahren gerade so Schlangenlinien. Ja. Der Zerstörer macht auch, fährt manchmal 90 Engel und Bow zu uns und manchmal so wie jetzt. Darf ich vorschlagen, dass der Funker mal hört, ob es Pings gibt? Wenn die jetzt schon zacken. Ich bekomme gerade einen Funkspruch rein. Okay, langsame Fahrt voraus. Ich horche. Langsame Fahrt voraus. Sicher ist sicher. Legt an. Keine Pings.
So, identifizieren mal, das ist auf jeden Fall. Willst du... Nehmen den ganz rechts. Den ganz rechts, okay, dann fange ich von links an. Wow, da kommt aber einiges aus der Suppe. Holla, die Waldfee. Ja, wir müssen ein bisschen... Ja, wir müssen uns da reinschlängeln. Nee, ein bisschen höher. Sehe gerade nicht so viel. Ach so. Ja, das liegt daran, dass wir Geschwindigkeit verloren haben. Herr Kaloy, wir haben einen Funkspruch. Ja. Unsere Schwester am Boot bestätigt den Sichtkontakt. Noch nicht gut. Zum Konvoi, den Zerstörer angreifen. Standby. Ende. Noch nicht den Zerstörer, alles klar. So verstanden, dann, Ende. Dann gehe ich auf F1,5. Ja, also ich kann gut gucken. So, erstmal ein Schuss. Jo, jetzt geht's bei mir auch. Funkspruch ans andere Boot, er bittet Feuererlaubnis. Verstanden. Oh. Würde sich gerade richtig lohnen. Ja. Geh mal an den TDC. Jetzt schießen wir gleich eigenmächtig. Ungefähre Geschwindigkeit? Rechne ich gerade. England Bow war 90 recht. Ja. Funkspruch abgesetzt. Einer Salve? Ja. Identified Ships. Vedo Tiefe 2 oder lieber 1,5? 1,5. 81 lang, ich das gerade frage. Geschwindigkeit 6,5. Liegt an. Entfernung. Bei 23. Liegt an, 2,5 Minuten. Kommt schon. Wollen uns das Go geben. 2 Minuten hast du gesagt, ne? 2,5. Ja. Funkspruch abgesetzt, auf was wir zielen. Ich hoffe, jetzt kommt die Feuerfreigabe. Wir zielen auf den Zerstörer, haben eine gute Lösung. Und nur noch die Feuerfreigabe. Die perfekte. Der Funkspruch kommt rein. Angriff. Verstanden, Entfernung. Sind wir jetzt bei 20? Korrektur. Kräftig geschaltet. 18. Entfernung 18. Liegt an, Feuer frei. Alles klar, Rohr 1, los. Zeit? 2 Minuten, genau. Stoppe. Tauchen. Schleichfahrt. Schleichfahrt. Rohr 1 wünscht uns viel Glück. Ende. Wenn wir treffen, dann gehen wir runter. Schleichfahrt geht dann. Mhm. Ich höre Pings. Ja, verstanden. Hat uns noch nicht in der Ortung. Ja, der wird daneben gehen. Pings noch relativ entfernt. Enoki, stehst du noch am TDC? Komme. Was hat er denn für eine Höchstgeschwindigkeit? Nochmal 10 Knoten. Das Ping habe ich gerade aber auch gehört. Das habe ich auch gerade gehört. Mhm. Geschwindigkeit 10 Knoten. Treffer! Fick dich! 2 Minuten. Juhu. Ab dafür, du Tommy. Ping abgebrochen. Ja. Ach so. Aber sowas von. Ah, der kann jetzt mit den Walen pingen. So. Schön. Okay. Schön, den haben wir raus. Wir haben keine Sichtkontakt auf den zweiten. Eben als ich gemessen habe, war es 37 Sekunden. 37 Sekunden bei 150. Mess nochmal. Ja, bin ich auch gerade bei. Das wären 8 Knoten ungefähr. Das kommt hin. Bin ich ja momentan aufgeschreckt. Das war noch
war zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, die fahren jetzt schneller. Ja. Deswegen würde ich nochmal neu. Da fährt jetzt gerade einer genau in die Ziellinie. Okay, drauf geschissen. Gib mir mal 7 Knoten. Sieben. Was ist denn das? 9. Distance 9. Entfernung 6,5. 6,5. Ja. Also nicht Kilometer, sondern tatsächlich 6,5. Also 650. Ja. Einzelschuss. Jo. Engel und Bau 90 rechts. Dann. Die gestaltet hat Engel und Bau 100. Feuer. Alles klar. Boah, 1 los. Zeit? 45 Sekunden. Na, schauen wir mal. Schon ziemlich nah. Mhm. Das hat mich auch so überrascht. Ist das hier auch so, dass die Torpedos erst bei zwischen 300 und 400 Metern erst scharf werden? 200. Haben wir 200. Noch getestet. Aber wenn du hier auf 25 guckst, da schiebt sich gerade einer schön vor. Und der ist so nah dran, den kannst du schon fast anfassen. Hast du den bestimmt? Nö. Ich habe das jetzt einfach mal mit Augenmaß gemacht. Auf welchen hast du denn jetzt geschossen? Auf den hinteren oder auf den vorderen? Auf den vorderen. Direkt hier vorne. Der jetzt auf 030 fährt. Ja, ich stehe am TDC. Ach so. Oh, schade, ging daneben. Hätte ja sein können. Man kann es ja mal versuchen. Was ist denn das überhaupt? MMF. Identifizieren wir dich erstmal. MMF. Aft. Islands vorne, Mitte, hinten. So. Oh, das ist so. Treffer. Augenmaß. Was hast du getroffen? Ich hab genau den getroffen. Sogar relativ weit hinten. So unter dem hinteren Masten ging gerade die Fontäne hoch. Der wird gleich absaufen. Schön. Risk it. Dann den hinteren nochmal, den schweren. Ja. Den Kingmast, Funnel Kingmast, der gerade mit Engel am Bau 90 ist. Ne, ich hätte den schweren Tanker genommen, aber gut. Neuer Kurs 110. Neuer Kurs 110, kommt. Gib mir mal ein bisschen mehr als 5. 5 nach 6. Oder 5,5 dann? Ja, 5,5 reicht. So, Entfernung, was haben wir denn hier? Höhe 22. Höhe 22. Nee, 38. Danke, das kam mir nämlich gerade falsch vor. 38 auf 10, Entfernung 15. 15 liegt an. Ja. Tiefe. Wie tief ist der denn? 4 Meter. Ja, klingt gut. Der hat 7 Meter. Ja, kann auch auf 5 gehen. Nee, dann nehmen wir 4. Falls er daneben geht, erwischt er vielleicht einen dahinter. Jo. Engel und Bow 90 rechts. Ja. Feuerbereit. Der hat auf 60 umgesprungen. Engel und Bow. Korrigier mal nach. Das ist mehr 90. Nachkorrigiert auf 90. Ja. Dann Feuer bereit. Alles klar. Welches Rohr? 1. Okay, Rohr 1 los. Zeit? 1 Minute 40, 50. Okay. Ja. Mit. Jawohl. Composite was? Oder Split? Composite. Treffer. Schön. Composite. Islands ist vorne und Mitte. Heavy Freighter Typ 10 mit 7,4 Tonnen. Ja, kommt hin. Masthöhe? Ach, 34. 34, Distance 34. 3, 5. 34 bei 5. 34 bei 5. Du musst den hintersten nehmen. 7. Ganz schön nah.
Yep, jawohl, genau 7 liegt an. Eingebaut 90 rechts. Ja, liegt an. Geschwindigkeit 6. Ja. Zeit bis zum Einschlag. 45. Du musst stoppen. Obwohl ich stoppen. Rohr 3. Ja, getroffen. Rohr 2. Ist auf 80 gesprungen. Ja, nehmen wir. Wobei... Feuerbereit. Ja, 80 passt. Feuerbereit, Rohr 2 los. Ja gut, jetzt ist wieder ein bisschen Richtung 90 gegangen. Ja, okay. Hat der Treffer für den einen gereicht? Ja, der sinkt. Der braucht aber eine Weile. Ich hab den Torpedo... Ich höre den Torpedo zum ersten Mal und wir bekommen wieder mal einen Funkspruch rein. Oh, schön. Oh, sie leben noch. Das war übrigens Tiefe war jetzt 3,5. Ja, passt. Beim vierten Mal haben sie dann doch gehört. Ja, vielleicht haben die gerade genug zu tun. Die waren wahrscheinlich die ganze Zeit einfach am Tauchen. Das kann ja sein. Die hatten ja gesagt, dass sie Alarm tauchen müssen. Die müssen ja Alarm tauchen, aber... Dann werden die einen Zerstörer an der Backe haben. Ja. Ja, da säuft er ab. Sehr schön. Boah, was hat denn der... Mhm. Die Geschwindigkeit passt bei dem nicht. Er bleibt fast stehen. U1 oder U2? Ja, nach bei mir ist die Minute um. Langsame Fahrt zurück. Es wäre einfach zu schön gewesen, den noch rauszunehmen, aber... Klaus 170 liegt an. Perfekt. U1 wurde vom Zerstörer behakt, am Schaden erlitten, sind aber rausgekommen. Deswegen haben wir unsere Ruhe. Herzlichen Dank auch. Dass wir dann gar keinen Ping gehört haben? Wir haben doch anfangs den Ping gehört. Ping! Ping! Ja, Sekunde! Ja, Richtung? 315 relativ. 315 relativ. Keine Sicht. Was für ein Gain hast du drin? 2. Okay, Schleichfahrt. Schleichfahrt. Liegt an. Der muss hinter dem da hocken. MFK. Kommt aus Richtung 310, 315. Ich kann es nicht näher einordnen. Relativ. Mit Komposit. 280 Grad, deutliche Schraubengeräusche. Ping wird lauter. Oh ja, ich sehe ihn. Das ist ein Flowerglas. Ping hat ausgesetzt. Ja, verstanden. Jawohl. Ja, machen der wir. Der steht im guten Winkel. Ich bin gerade aus dem Augen von nur da. So. Ich brauche einmal die Länge von den Flauen. Weiß ich. So. Länge Flauerglas. Ja. 62. Ja. 62. 62. Ich habe auch den, den du eben nicht bestimmen konntest, reingefügt. Okay. Der macht 14 Knoten. 14 Knoten, Entfernung 3, Höhe 20. Ich habe auch aus 140 Grad relativ weitere Schraubengeräusche. Ist denn das unsere? Ich weiß nicht, ob da hinten noch einer ist. Sekunde. Die klingen identisch mit denen auf 280. 2, 3. Ja, dann sind das unsere eigenen Schrauben. Entfernung 27, Geschwindigkeit 14 Knoten, Engel und Bau 90 rechts. 27? Aha. Okay, 3 Minuten 20. Moment, lass mich mal kurz. Okay, feuerbereit. Springt auf 0. 0 passt nicht. 90 rechts. Ich hab wieder auf 90 gestellt. Ja, verstanden. Weiter rechts. Feuerbereit. Okay. Halt, 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 halt. Tiefer. Weiter rechts, weiter, ja. Weiter. 1,5 Meter. 1 Meter. 1 Meter. Feuerbereit? Ja. Feuerbereit. Jawohl. Okay, Ruhe los. 3,5 Minuten. 3,5 Minuten, okay. Versuchen wir. Ich messe. Guck mal, 110 bis 140. Da haben wir auch ein Schraubengeräusch, nicht unser eigenes. 110 bis 140. Oh ja, da ist ein zweiter Flower. 90 links. Geschwindigkeit 14 Knoten. Entfernung, was sind wir denn hier? Was hatten wir vorhin? 20, ne? Entfernung 20. 20. Entfernung 20, 90 links.
Jawohl. Feuer bereit. Schalte auf 90, auf 110 rechts. Nee, 90 links. Wirbelwind. 90 links. Feuer bereit. Feuer bereit. Du musst stoppen. Zeit? 2 Minuten 40. Alles klar, rohr los. Da konnte ich wohl nochmal. Ja, ich habe gerade abgebrochen wegen dem zweiten. Unser eigenes Schraubengeräusch bei Schleichfahrt müsste zwischen 195 und in die andere Richtung zu 180 nochmal 15 Grad. Haben wir also Schleichfahrt anliegen? Ich guck ja, den vor uns anliegen, ja. Bei 290 an, das die Flauen. Solange ich noch über Wasser bin. Auf 140 relativ, klingt näher, kommt. Was versuchen? Wie viele Torpedos haben wir noch? 6 oder weniger. Bin unten am Periskop. Ja, verstanden. Wenn wir vorhin noch 7 hatten, haben wir jetzt noch 5. Ich kann einfach nachgucken. Wir haben vorne noch 3, hinten 2 sind 5. Treffer! Oh! Ping aus Richtung 300! Ja, verstanden. Wenn wir Glück haben. Man auch ohne. Ja, den rechts haben wir. Der geht ja unter. Nein, ich glaube, das Ping gerade war Discord. Nein, das war ein Zerstörer. 310 relativ Pings. Ich sehe ihn. Der 9? Zeit bis zum Einschlag? Nee, ist der links. Jetzt 4 Minuten, der ging daneben. Alles klar. Gut. Den habe ich ja die ganze Zeit im Blick gehabt, deswegen. Auftauchen? Ja, bestimmt. Genau. Doch, so eine Flauern schieße ich dir zu Klump. Negativ, das machen wir nicht. Wir haben Schleichfahrt an, ne? Ja. Funkspruch ans andere Boot. Alarmtauchen, melden uns in 15 zurück. Enoki Zero einfahren. Wird eingefahren, bin wieder an Karte dran. Sag Bescheid, wenn du den Funkspruch abgesetzt hast. Kriegen wir doch noch was zu tun. Funkspruch abgesetzt. Alles klar, auf 100 Meter Tiefe gehen. Auf 100 Meter. Kurs ändern. Ich stopp die Zeit. Neuer Kurs. 220. Neuer Kurs 220. Bruder hat Backbord. Dann fahren wir mit dem Konvoi mit. Ja. U1 hat das mit. Batteriestatus? Batterien bei 6,4. Okay, sag mir bei 4 Bescheid. Mach ich. Bleiben wir auf Dead Slow? Ja. Erstmal. 180 durchgehend. Wir gehen auf 100 Meter runter. Lage vom Zerstörer. 170 durchgehend. Immer 190. Noch gleiche Richtung zwischen 290 und Ping. 300 relativ. Ping immer noch aktiv. Ja. Den hören hat wir uns sogar noch hier nicht in der Ortung. Wusste ich's doch, dass die Saubande noch ein paar mehr Zerstörer hat. Ja, hätten wir vielleicht auch schon früher, wenn der Funker nicht dauernd gefunkt hätte, sondern gehorcht hätte. Nee, passt ja. Also bei 210 relativ höre ich eine und unter ganz vielen Schraubengeräuschen auf 255 circa höre ich einen zweiten Ping. Mhm. Der ist irgendwo am Konvoi unterwegs. Der andere müsste dahinter oder davor sein. Man hört den Ping. Ich glaube, das war gerade über Discord. Das war wahrscheinlich über mich, weil ich mir das Headset ans Ohr presse, damit ich das besser höre. Verzeihung. Und der hohle Kopf gibt den Schall wieder, oder was? Ja. Einmal um 360 Grad gehorcht, überhaupt keine Pings mehr zu verzeichnen. Hörst du noch die Zerstörer raus? ...195 relativ. Den anderen kann ich nicht zuordnen, da sind zu viele Schrauben. 290 durchgehend. Ja, verstanden.
In welcher Richtung ist der Konvoi nochmal? Ich schätze 230 bis 250 relativ. Ja, verstanden. Das sind die einzigen Schraubengeräusche, die ich derzeit höre. Plus minus bei 85 bis 90 nochmal im Zerstörer. Ja, wir ziehen uns mal ein bisschen raus, Batterien aufladen. Und dann gehen wir nochmal rein. Kurs 310 durchgehend. Ich muss mich korrigieren. Von 200 bis 250 Grad relativ höre ich jetzt ganz deutlich mehrere Schrauben. Das wird der ganze Konvoi sein. Gut, gib mir aber jetzt die Absolutwerte. Verstanden. 160 absolut bis 210 absolut. Ja, verstanden. Auf Seerohrtiefe gehen. Langsame Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus. Ja, irgendwo bei mir im Hintergrund. Ich habe irgendwie ein Feuerwerk in der Stadt. Ich kann gerade nicht horchen. Das Feuerwerk ist lauter. Na, einen Ping wirst du ja wohl hören. Das stimmt. Zur Not einfach weiterreden, dann hören wir ihn. Kurs 0, 3, 0, mein Kunstwerk hat auch noch keiner entdeckt, sehr gut. Dein Kunstwerk? Dein Kunstwerk? Ja, was machen Leute, wenn ihnen langweilig ist auf dem Boot? Kreise zeichnen auf der Karte. BF 5, da. 8, 7. Dies ist der Kreis der Biskaya. Verschwinden hier Schiffe in einem Mahlstrom in den Tiefen der Meere auf des Totenmanns Kiste. Aha. Und der Funke hat gepupst. Boah, stinkt das. Hat sich sicher Tommy Fraß zum Mittag gehabt. Alle Mann von Bord. Gott ist ja nicht auszuhalten. Ja, blutige Maria. Oida Wada. Dem Sonja sämtliche Mücken im Arsch verreckt. Ich werd unmäh. Langsam geht's wieder. Aber wir müssen mal auftauchen. Dringend. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten. Mal gucken, was in der Mitte des Rings ist. Ah, es gibt echt Leute, denen ist langweilig. Tiefe? 16 Meter. Ja, perfekt. Angriff Zero wird ausgefahren. Gucken wir uns doch mal den Sauerhaufen an. Nachtlicht an? Jawohl. Nachtlicht ist an. Schon dunkel draußen? Mhm, es wird dunkel. So, relative Position vom Konvoi und Zerstörer. Ich hab's schon. 140. Genau, 140 der Konvoi. 3,5 Meter reicht. Und neuer Kurs 180. Zerstörer 150. Zerstörer vermutlich bei 90 ab relativ. Steuerbord, du drehst rechts rum. Steuerbord ist rechts. So schwer ist das nicht. Das ist super einfach. Ja. Das sagen sie alle. Kannst mir doch hier auf meine alten Tage nicht so fertig machen, wenn alle zugucken. Doch, offensichtlich. Neuen Kurs bitte wiederholen. Neuer Kurs 180. Jawohl, verstanden. Neuer Kurs den Zerstörer rauszunehmen, Schnauze voll. Rechts drehend. Mhm. U1 fragt, wie der unsrige Status ist. So, U2 meldet wieder. Einsatzbereit. Zerstörer abgehängt. Aalbestand 5 Stück. Batterie? 5,5. Batterie 5,5. Ja. Erwarten Anweisung Ende. Verstanden. Ja, auf 6 Meter können wir auftauchen, auftanken. Wir probieren's. Also in Parallelfahrt. Anblasen, auftauchen. Neuer Anblasen. Kurs 240. Neuer Kurs 240. 210 aufkommen, durchgehend. Ja. Funkspruch abgesetzt. Halbe Fahrt voraus. Halbe Fahrt voraus. Zur Not müssen wir schnell wieder abtauchen.
Bitte um Info, wann wir aufgetaucht sind, dass ich auf Diesel schalte. Auftauchen. Ja. 9 Meter. Sind aufgetaucht. 8 Meter auf kannst Diesel. Gehe auf Diesel. Seewache auf Brücke. Komme gleich. Nehme Steuerbordmaschine zum Aufladen. Jo. Wieder halbe Geschwindigkeit. Perfekt. So, Tauchbereitschaft wieder herstellen. Luft auftanken. Batterien laden. Das Führungsboot hat das mit. Standby. Kurs 260. Auftauchen hat mich verhagelt. Korrigiere auf 240. Ja, du hast ja auch eine Maschine zum Aufladen abgestellt. Nee, ich hab die hier dann wieder zurückgedreht. Seewache an Deck. Jo. Kurs 240. Liegt an. Und da ist der Zerstörer. Kannst mal kurz auf die Karte gucken, wo wir aufgetaucht sind und wo ich uns eingeschätzt habe. Sauber. Oh, auf 70 Meter genau. Schön. Was? Ja. Treffer! Haben wir getroffen, oder? Seewache Ron. Nein, die. Jawohl. Ach so, im Discord sind die zu viert. Haben etwas mehr als 8,5 Amperestunden. Seewache räumen. Wird geräumt. Neuer Kurs 220 auf Seerohrtiefe. Letzter Mann hat Brücke verlassen. Auf Seerohrtiefe. Neuer Kurs 220, schalte es auf. Vorne ist auf. Ich gehe wieder horchen. Neuer Kurs 220 liegt an. Umgeschaltet auf Elektroantrieb, gehe auf Slow Speed. Ja, verstanden. So viel noch einmal. Kannst ruhig halbe Fahrt halten. Neuer Kurs 180. Neuer Kurs 180, Ruderhard, Backbord. Pings aus Richtung 0, relativ. Aus Richtung 0? 0 relativ, kommt ein Ping, ja. Ja, verstanden. Nehmen wir mal so mit. Eher 345. Ja, okay. 200 durchgehend. Kommt schon eher hin. Ja, 335, 340. Korrektur, neuer Kurs 200. Bruder hat Steuerbord. Jawohl. Seerohrtief erreicht. Perfekt. 190 durchgehend. Jawohl. Oh, jawohl. Hey. Hey. 9 Torpedos abgeschossen, 4 getroffen. Zwei Ping. Ich bin nur anmerken, ich habe über die Hälfte versenkt. Ja, also ich bin damit mehr als zufrieden. Und anderthalb Stunden nur. Ich möchte anmerken, der Ping kam tatsächlich näher. Was erwartest du? Wir waren auf halber Geschwindigkeit und waren Naja, hätten wir jetzt a long way to Tipperary gespielt, wären die umgedreht.